Bezug nach Vollsanierung, Dreier-WG tauglich oder Zweier-WG, Wohnung hat Laminat. Wir haben gleich links hier zwei Zimmer ostseitig. Das heißt Morgensonne, so bis im Sommer, sagen wir mal bis 11. Aber sehen, Fenster sind offen, traumhaft ruhig. Nochmal ein Blick vom Fenster ins Zimmer, die beiden Zimmer ostseitig. Sind gleich groß, circa 15, 16 Quadratmeter. Und da haben wir noch ein größeres. Jetzt kommen wir ins zweite Zimmer ostseitig. Jetzt kommt die Sonne schon aus dem Westen rum. Aus dem Zimmer westseitig. Wie gesagt, da hat überall Fenster auf. Kein Straßenlärm, kein nix, kein gar nichts. Absolute Ruhe. Traumhaft. So schlafen, besser geht nicht. Hier nochmal ein Zimmer, dann man sieht, die Westsonne kommt hier rein in das Zimmer. Hier war aber jetzt gleich gerade ein kleines Geräusch zu hören, aber schon wieder weg. Oh, jetzt gehen wir in das große Zimmer. Westseite, wir haben heute Glück mit dem Wetter. Endlich mal Sonne. Oh, endlich mal richtig Sonne. Und das im Herbst, eigentlich regnet es nur. Ich zeige Ihnen, sehen Sie schon mal den großen Bereich. Große Fenster, Wärmedämmung, neue Heizung, Blick auf den Fernsehturm. Blick auf den Park Friedrichshain da drüben. Blick mal ins Zimmer vom Fenster aus, wie gesagt, hier sieht man genau. Westseitig im Herbst. Es ist halt auch gleich dunkel. Die Sonne geht schon unter. Wohnung überall mit Laminat. Dann nochmal ein Blick. Da hinten ist der Park Friedrichshain. Und wenn die Sonne nicht so reinballern würde, würde man den Fernsehturm sehen. Jetzt gehen wir zurück in die Diele. Haben wir rechts von uns gleich eine riesengroße Kammer. Sagen nur Schuhe, Sportsachen. Noch ein Blick ins große Zimmer. Westseitig. Zurück in die Diele. Jetzt kommen wir ins Garderobenbereich. Obenliegende Ablage. Hier unten Garderobenbereich. Nach der Garderobe haben wir die Wohnküche mit Terrakottafliesen. Auch Fenster offen. Sei es morgens, sondern ostseitig. Absolute Ruhe, keine Autos, keine Straßenbahn, man hört nichts. Wir haben hier einen Gasherd, Spüle und den Platz für die Waschmaschine. Und da hinten dran haben wir einen Bereich für Schränke. Die meisten, die hier wohnen, haben die Küchentür im Keller. Von hier aus nochmal ein Blick in das super ruhige Innenhofbereich ostseitig. Wenn wir aus der Küche kommen, haben wir dann gleich wieder das
den Bereich für die Garderobe mit Ablage, mit Garderobenbereich und gegenüber der Garderobe der innenliegende Wannenbereich, innenliegend, aber mit Lüfter, damit kein Schimmel entsteht. Alles schon fertig, alles schön, wunderbar. Und dann sind wir schon wieder durch, sind wir im Treppenhaus, da sieht man den Fahrstuhl. Euch einen schönen Tag.